Dank. Danke sehr. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass Comedy Central tatsächlich auch einen längeren Auftritt von mir haben will. Das finde ich sehr schön. Und wie ich diese Flasche aufkriege, habt ihr das gesehen? Ist das der Hammer? Oh, Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube, der Sitz ist hier zu... Nein, das riskiere ich nicht. Ich stelle es hier hin und werfe es dann am Boden um. Ich kenne mich doch. So, ich bin gerade an einem interessanten Punkt in meinem Leben, okay? Ich bin jetzt 29. Ich mache Stand-up seit fast 10 Jahren jetzt. Ich habe 2 Solo-Programme geschrieben und ich habe mir überlegt, wer die letzten beiden Solos von mir kennt, Nerdish by Nature, Maxipedia, der weiß, ich rede viel über Videospiele, ja, und über YouPorn und über Pokémon und über YouPorn so ein bisschen. Und habe ich mich gefragt, so will ich auch in meinem dritten Programm, will ich wieder das Gleiche machen, wieder über das Thema, wieder über diese Scheiße reden und so und irgendwas Neues oder mal was anderes. Und da habe ich nachgedacht bei einer Runde Call of Duty. Und so für alle, die Call of Duty nicht kennen, das ist so ein Ego-Shooter, so ein Killerspiel, so ein böses Spiel, ja, wo du alle umbringst und dann herrscht Frieden. Sehr gut. Weil die Frage, die ich mir mittlerweile stelle, wo es auch in meinem Programm geht, wann wird man erwachsen? Wann passiert das? Alter, wann passiert das genau? Ich bin 29, mache immer noch die gleichen Sachen wie mit 12, ja? Das ist unfassbar. Wann wirst du erwachsen? Wachst du eines Morgens auf in Korthosen? Du machst so morgens die Decke weg und dann so, ha, 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 ha. Ich hab Bock auf die Flippers. Wann wirst du erwachsen? Weil das Ding ist, ich spiele immer noch Call of Duty natürlich. Ich zock immer noch und ich mache das immer online. Auf der PlayStation zocke ich das und ich spiele Call of Duty und ich raste immer noch so hart aus, Alter. Ich werde so wütend. Ich esse den Controller. Ich schwöre es euch, ich werde so wütend. Weil neulich habe ich gespielt wieder online auf meiner PlayStation 4 gegen so einen 11-jährigen Ägypter. Mann, war der gut! Alter, der war richtig gut! Der war richtig gut! Weißt du, der hatte hier so seine Waffe und ich bin in so einer Deckung. Geh da so hoch, ganz entspannt und auf einmal, puh, weg! Und ich bleib natürlich ganz entspannt und sag, was für eine Drecksau! Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich verliere, ich reflektiere nicht. Ich denk nicht irgendwie, ja, der andere war auch gut. Da hätte ich was besser machen können. Nein, nein, der andere ist behindert, okay? Das ist die Analyse. Deswegen. So, ich laufe wieder mit meiner Waffe so durch die Gegend. Bin diesmal an der Wand. Lehn mich über die Wand einfach so. Puh, wieder weg. Alter, und ich werde zum Trump. Ja, ich werde so wütend. Ich verliere jegliche Beherrschung. So, ja, natürlich spielt diese Drecksau besser als ich. Die haben ja in Ägypten keine Schulen. Die zocken den ganzen Tag. Ich werde komplett wütend, Alter. Ich sag so, der Schaum vorm Mund, alles da. Ich laufe durchs Level. Ich kill dich. Ja, und dann laufe ich wieder durch den Gang. Ich laufe nicht durch die Waffe. Boah, ich spiele Virtual Reality. Ich laufe durch die Waffe. Und ich laufe wieder durchs Level und laufe wieder und pff, wieder weg. Ja? Und dann war es mir zu viel. Da habe ich gedacht, okay, pass auf, ich kaufe mir jetzt einen Raketenwerfer und dann baller ich dich weg, du Scheißkind. Sag ich laut. Auf Deutsch ins Headset. Er kann mich nicht hören, weil er ist nicht in meinem Team. Aber meine Teamkollegen sind in meinem Team. Die wissen nicht, wer ich bin. Die hören mich, wie ich aussah. Denken sich, Alter, wir haben einen Psycho im Team. Meine Fresse. Aber einer von denen wollte mich sogar aufmuntern und meinte so, Alter, Drachenzahn. Drachenzahn, so heiße ich bei Call of Duty. Drachenzahn, entspann dich doch mal. Ist doch nur ein Spiel. Nein. Der Bengel soll lernen, dass man sich mit dem Westen nicht anlegt. Jetzt
jetzt ein kleiner Tipp von mir als alter Soldat. Wenn ihr gegen einen Scharfschützen spielt, ist der Raketenwerfer not the optimal choice. Weil er muss gar nichts machen. Alles, was der machen muss, ist einfach auf dieses wandelnde Heizungsrohr am Horizont zu zielen. Er steht oben auf seinem Turm, lalalalala. Ich lauf so durch die Karte. Ja. Er muss nichts machen. Und dann sehe ich ihn, am Ende des Ganges sehe ich ihn und ich so, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Ich drück ab, Rakete fliegt. Und in dem Moment, wo die Rakete auftreffen sollte, Stromausfall. Kennt ihr das, wenn ihr wütend seid und in der Wut erschreckt ihr euch auf einmal, dass ihr gerade nicht wisst, was ihr fühlen wollt und sollt? Also, verdammte Scheiße! Komplett dunkel, Alter. Das ganze Zimmer war zappenduster. Ich gehe raus zu uns auf den Hausflur. Da stand schon mein Nachbar, der war auch völlig entgeistert. Maxi, hast du auch kein Licht mehr? Und ich so, Digga, ich leuchte dich gerade mit der Taschenlampen-App an. Glaubst du, ich hab da Bock drauf? Oder denkst du, ich hab hier eine Motto-Party? Und das Thema ist Huibu. Und dann gehen wir raus auf die Straße. Und das war der Hammer, Leute. In der ganzen Nachbarschaft war kein Strom mehr. Der Verteiler in der Straße war irgendwie im Arsch. Alle Leute waren wie Walking Dead, die Zombies auf der. Und es war alles gut, bis die ersten iPhone-Akkus unter 20% fielen. Dann wuchs der Stress auf einmal so, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und da war mir klar, ach du Scheiße, das ist der Anfang von Tribute von Panne. Da war mir klar, Leute, ich brauche einen Plan, okay? Einen Plan für die Apokalypse. Und ich gehe zu meinem Nachbarn und sage so, Digga, Folgendes, wenn der Strom in 2 Minuten nicht wieder da ist, essen wir zuerst die Dicken. Ich habe an der Situation wieder gemerkt, wie abhängig wir mittlerweile von Technologie sind. Ey, egal, wenn wir miteinander kommunizieren, ständig ist so ein blöder Screen in der Fresse, weißt du? Steigt das nächste Mal in die Bahn ein und guckt mal, wer wirklich da ist. Alle sind anwesend, ja, aber niemand ist wirklich präsent. Alle so auf ihren Handy, so die ganze Zeit. Ich saß neulich einem gegenüber, der war so in sein Handy vertieft, der hat den Kontrolleur nicht bemerkt. Alter, was für ein Candy Crush Level musst du spielen, dass du den Kontrolleur, bist du gerade im schwierigsten Angry Birds Level aller Zeiten? Also, du musst genau treffen, das Schwein treffe ich sonst nicht. Was, der konnte nichts machen, der Kontrolleur, der stand so da. So, ja, entschuldigen Sie, hallo. Gesetze und so irgendwie. Der Typ so. Der Kontrolleur hätte ihn mit seinem Pimmel über die Wange streichen können. Keine Chance! Keine Chance! Da wäre nichts gegangen. Da wäre nichts gegangen. Also, wenn er einfach gesagt hat, so, entschuldigen Sie, hallo. Der Typ hätte nichts gemerkt, er wäre einfach nur so da gesessen, so. Den kenne ich schon. Wir kriegen einander nicht mehr mit, ey. Das war so krass, ne? Das ist so hart. Ich war neulich im Flieger und ich saß am Gang und der Typ mir gegenüber saß auch am Gang, weil so funktioniert Geometrie. Das ist so ein Scheißwitz. Der ist so, manchmal schreibe ich Gags, die erzähle ich nur, weil sie dumm sind, ja? Und wir landen gerade, wir sind gelandet und ihr kennt ja die Typen, die irgendwie, sobald das Flugzeug gelandet ist, müssen die sofort aufstehen. Ja, irgendwie so, wah! Ich bin der Bürgermeister! Und das war so einer, ne? Der steht auf, stellt sich so auf den Gang und wollte sich nochmal, guckt hier aufs Handy, kriegt nichts mit, was in der restlichen Welt gerade passiert. Will sich noch bücken, weil er so eine Tasche hat und der bückt sich volle Kanne und sein kompletter 16:9 Full HD Arsch frisst sich wie Pac-Man in mein Leben. Ohne Scheiß! Was soll
Ich saß einfach nur so ganz gechillt da. Auf einmal kam von rechts dieser Mond ins Bild. Und ich so... Und ich hatte noch so die Leselampe an, das aussah wie eine Sonnenfinsternis. Und ich so, nein! Nein! Und er kam näher und immer näher. Und der Arsch auch so, nein, ich will nicht noch näher, ich hab keinen Bock mehr, nein. Wisst ihr, wie nah der mir war? Meine Stimme erzeugte ein Echo in seiner Ritze. So nah war der, das war der Hammer. Der kam so nah dran. Und das Ding ist jetzt auch noch, sein T-Shirt war zu kurz. Ganz genau. Ganz genau, Köln. Und die Hose zu weit unten. Der bückt sich eiskalt und es entblößt sich die widerlichste iPhone-Ladestation, die ich je gesehen habe. Und der kommt mir immer näher und immer näher. Und ich so, ja gut, dann lade ich halt auf. Ist mir doch egal. Hab Vibrationsalarm. Deswegen, das ist so gefährlich. Wir kriegen einander gar nicht mehr mit. Nicht die Hoffnung verlieren. Das ist wichtig. Es ist schwer, die Hoffnung zu behalten, gerade wenn man so mitkriegt, was Leute so sagen, ne? Wenn man so durchgeht. Ich bin neulich hier, Klobigplatz. Ist kein Scheiß, Klobigplatz bin ich hier gegangen. Ich sehe ein Pärchen, er sagt zu ihr, komm, ich mache ein Selfie von dir. Und ich bin ja dann richtig neugierig, ne? Wie mache ich ein Selfie von dir? Wie stelle ich mich so hin und duck mich dann? Oder was ist das irgendwie? Sowas macht mich aggressiv. Ich wollte schon zu dem Mädel hingehen und es warnen. Lauf weg! Der ist dumm! Ihr macht dumme Kinder, die sich gegenseitig heiraten werden. Lauf weg! Für die Menschheit! Lauf weg! Dann sagt sie, ja komm, mach doch ein Selfie von mir. Und ich, alter Zyniker, drehe mich dann so langsam weg und sage, ja, dann sterbt ihr halt beide. Ist mir egal. Dann laden sie ja mittlerweile alle Selfies auf Instagram hoch, ne? Das ist ja die neue Seuche. Alle laden ihre Fotos auf Instagram hoch. Ich ja auch. Das ist ja nicht so, ich bin ja nicht besser, aber... Wer das mittlerweile auch mitbekommen hat, dass die jüngsten Leute auf Instagram sind, ist die Werbeindustrie. Das ist total krass. Die nutzen das nämlich, um da Werbung zu machen. Und das finde ich asozial. Wenn da professionelle Models... mit professionellem Fotoshooting und professioneller Bildbearbeitung ihre Fotos da hochladen und dann so tun, als wären das ganz normale Schnappschüsse. Ja, mei, ich schau halt geil aus. Was willst du da machen? Es ist völlig normal, dass ich hier an so einer Palme lehne. Mach ich immer. Dienstag ist bei mir Palmentag. Das mache ich immer. Es ist völlig normal, dass mir die Sonne perfekt gefotoshoppt ins Gesicht wächst. Ja? Hinten aus dem Ozean springt noch so ein Delfin raus, macht mit der Flosse so in die Kamera. Dann haben die noch einen Werbedeal abgeschlossen, dann hat der Delfin noch so ein Adidas-Stirnband obendrauf. Und drunter schreiben die dann ganz scheinheilig, Hashtag just enjoying the day. Ich so, halt die Fresse, okay? Deswegen muss da entspannter werden. Bin auch froh, dass ich mittlerweile glücklich zusammen bin mit meiner Freundin. Sie ist auch klüger als ich. Das habe ich mittlerweile herausgefunden, die ist klüger als ich. Die stellt mir Fragen, ich habe keine Antwort, kannst du vergessen. Fragt mich aus dem Nichts, fragt die mich. Schatz, wenn man Schafe schert, erkälten die sich. Und ich stehe dann da und denke mir, was für eine schlaue, dumme Frage. Ich will's halt dann wirklich wissen. Ich google dann wochenlang. So auf www.schafliebhaber.de. Dann antwortet da so ein Typ, Erdogan 69. So macht man einen Erdogan-Witz ohne Klage. Das ist aber einfach krass. Dann fragt sie mich neulich, ne? Wir fahren im Auto, sie sitzt neben mir, sie guckt aus dem Fenster und sie stellt die Frage gegen das Fenster. Sie guckt mich nicht dabei an und fragt mich, Schatz, glaubst du, Vögel planen was? Und ich am Steuer,
glaube, die planen was. Die sind immer in Gruppen unterwegs. Guck mal, wie die fliegen, die sprechen was ab. Und ich so, was sollen die abschätzen? Das wäre schon geil, oder? Wenn Vögel so ein Kartell wären, ja? So zwei Amseln nebeneinander. Die Lage in Kairo stabilisiert sich. Aha, wird's Zeit, die Ölpreise anzuheben? Ich telefoniere mit den Eichhörnchen. Flatter, flatter, flatter. Die beste Frage von ihr war aber, Schatz, hat ein Flugzeug eine Hupe? Und hier ist das Ding. Ja. Das Flugzeug hat eine Hupe. Warum? Damit das Flugzeug auf sich aufmerksam machen kann fürs Bodenpersonal. Wie bekifft muss ein Bodenpersonal sein, damit ein Flugzeug auf sich aufmerksam machen muss? Was ist da los? Unfassbar! Ich werde da aufpassen. Ich werde da gucken, wenn das nächste Mal so ein Betanker übers Rollfeld irrt mit dem Schlauch. Wo ist es? Wo ist es? Miep, miep. Ah! Da hätte ich den Jumbojet vom Scheich gar nicht gesehen. Ja, deswegen. Aber bei uns ist es gerade ein bisschen stressig, weil alle Paare in unserem Freundeskreis kriegen gerade Kinder. Und, oh ja, es ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ne, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn eine Frau ein Kind kriegt, sendet die Bluetooth-Signale an umliegende Frauen. Ja. Und dann so. Und dann haben die so einen Vibrationsalarm, dann laufen die nur so durch die Wohnung. Ja. Heike ist schon wieder schwanger. Und die sind noch gar nicht so lange zusammen wie wir. Das ist auch so krass. Kumpel von mir, ne, der erzählt mir immer von seinen Geburtsvorbereitungskursen. Holy shit, Alter. Ich guck lieber Scream alle Filme nochmal durch. Und Saw, um wieder runterzukommen, ja. Bevor ich mir das nochmal... Alter, wusstet ihr, dass Neugeborene Babys bei der Geburt ihre Schädeldecken übereinander schieben? Das wusstest du? Was ist verkehrt mit dir? Was ist los? Das ist so krass. Machst du irgendwas in die Richtung? Nein? Aber du weißt das einfach. Wie crazy ist das? Die können ihre Schädeldecken zusammentun, damit die so durch den Geheimausgang durch können. Wir gebären Transformers. Wisst ihr, wie krass ist das? Das Baby sieht den Ausgang und denkt sich, kein Problem. Und wie nutzlos du als Mann bei der Entbindung bist. Wie habe ich mir das vorzustellen? Die Frau liegt da, kämpft um ihr Leben und um das Neue. So stelle ich es mir vor. Wie so ein sterbendes Nilpferd. Stirbt, die Hebamme kniet davor wie so ein NFL-Quarterback. Okay, 57-89. Und du als Mann stehst dahinter so, oh, das ist aber eine schöne Decke hier. Das ist aber, guck dir mal an, wie das verfugt ist hier. Das ist ja sensationell. Es ist Hornbach, ich schwör's dir. Dann lassen sie dich noch die Nabelschnur durchschneiden. So, als ob du ein Einkaufszentrum einweihen würdest. Ich würde es noch übertreiben, Alter. Ich würde noch eine Champagnerflasche mit in den OP nehmen und den an der Seite der Frau so zerschellen. So, pssst. Ich taufe dieses Schlachtschiff. Die dicke Bertha sticht in See. Ihr merkt, ich bin ein Romantiker. Aber erwachsen werden ist das Thema, ne? Wann ist man jetzt erwachsen? Ich glaube, man ist erwachsen, so ein Stück weit. Das ist nur eine Theorie von mir. Wir können gerne diskutieren. Nee, können wir eigentlich nicht. Würde den Auftritt in die Länge ziehen. Wenn wir wirklich, wenn jetzt ihr anfangen würdet, ah, ich hätte da aber noch einen anderen. Ne. Ich glaube, so ein guter Punkt, wo man merkt, dass man erwachsener wird, ist so, wenn man weiß, was man will und was man definitiv nicht will. Aber es ist wichtiger, wenn man weiß, was man will. Und deswegen, ich bin gerade auf Ringsuche.
Ich will sie heiraten, ich muss nicht nach Mordor. Und, und wisst ihr, was ich festgestellt habe auf Ringsuche? Ich bin nicht reich. Die sind teuer. Alter, ich war beim Juwelier, ich habe die Preise gesehen. Ich so, boah, Alter, ich stupse die Olle einfach bei Facebook an. Was soll die Scheiße? Boah. Was ist das für Preise? Deswegen, ich habe einen Kumpel gefragt, der hat gerade geheiratet, ne? Und dann habe ich gefragt, so, wie viel hast du bezahlt? Und er so, ja, für Verlobungsringe und Eheringe 4.000 Euro. Und ich so, wow, wow, 4.000 Euro, what? Alter, das zahle ich nicht mal für Dinge, die ich wirklich will. Was ist das denn? Aber natürlich mache ich den Antrag, ist ja klar. Aber weil ihr sensationell wart, erzähle ich euch auch, wie ich ihn machen werde. Und zwar will ich ihn in Amsterdam machen. Weil das ist unsere Lieblingsstadt. Ich kannte Amsterdam vorher gar nicht, aber sie hat es mir dann gezeigt. Und seitdem ist es unsere Lieblingsstadt. Und ich will mir da so eine Gracht mieten. Ne, so ein Bötchen und damit so durch die Kanäle schippern. Und dann bleibt das Boot einfach stehen. Bisschen creepy, aber wartet ab. Und dann gehe ich vor ihr ganz langsam auf die Knie. Und im Hintergrund schwimmt so eine tote Nutte vorbei. Und im Bauchnabel ist der Ring. Das wäre so die Idee. Hey, Party People, ihr wart sensationell. Vielen Dank mit dem Antrag. Ich überlege mir eine bessere Version. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr wart sensationell. Dankeschön.